Hallo, liebe Leute von A bis Z, von S bis nach Norden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter Alter, Le Grüß. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu circa eine Stunde Horror. Herzlich willkommen natürlich auch an diesem kleinen Freitag oder eben auch am Donnerstag. Und herzlich willkommen zu Visage. Mit mir dabei ist über Discord wieder Insomnia 82. Der so ein bisschen mitbegleiten wird und mitkommentieren wird. Und wir gucken mal, was heute so losgeht. Nach dem Stream von gestern haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und noch so zwei, drei Sachen ausgetauscht. Und ich habe tatsächlich noch ein bisschen was ausprobiert, denn wir haben uns schon gefragt, was eigentlich die ganze Sache mit dem Vorschlagkammer sein soll, der bei uns im Spiel weiter nicht aufgetaucht ist. Ich habe die blöde Befürchtung, dass wir uns ein ganz klein bisschen gesoftlockt haben. Denn der Vorschlaghammer kann tatsächlich Dinge tun, zumal wir dann immer auf die Idee gekommen sind, so, naja, das ist halt einer der wenigen Objekte, die man eben anders hält als andere. Und tatsächlich, man kann ihn benutzen. Und zwar mit den Spiegeln. Und genau deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt mal zu dem Autosave gehen, was das Spiel zuletzt gemacht hat, wo der Progress zwar noch nicht so weit war wie gestern, aber ähnlich weit. Und dann laufen wir einfach mal mit dem Vorschlaghammer rum und gucken mal, was da so passiert und was wir damit machen können. Vielleicht bringt das ein bisschen was weiter. Vielleicht kommen wir dadurch in dem Story-Mode ein bisschen weiter. Ich hoffe es einfach mal, denn sonst wird es schwierig. So, bevor es jetzt ins Game geht, möchte ich noch mal ganz kurz was überprüfen. So, ich hoffe, dass alles funktioniert. Ansonsten muss ich den Stream noch mal ganz kurz neu starten. Aber ich denke mal, wir sind auf dem guten Weg. Oder? Doch, ich denke schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen. Also auf jeden Fall ist die Stimme sauber. Bei Visage. Sehr schön, das freut mich. Das ist gut. Das könnte übrigens auch tatsächlich der Grund gewesen sein, warum der Autosave uns immer wieder zurück zur Garage bzw. zum Auto gebracht hat, weil wir eben keinen Zugriff auf den Vorschlaghammer gehabt haben. Also das ist natürlich nur eine reine Vermutung, ergäbe aber Sinn. So, das müsste die letzte automatische Speicherung gewesen sein. Wir gucken mal, wo wir da landen. Ich meine, das war der. Denn soweit ich mich erinnern kann, konnte das Spiel, seitdem der Vorschlaghammer weg war, auch nicht mehr automatisch speichern. Was ja schon ein bisschen dafür spricht, dass kein Progress mehr stattgefunden hat. Zumindest nicht so wirklich. Er hat tatsächlich hier automatisch gespeichert. Nun gut. Also letztendlich bin ich nur aus der Garage rausgelaufen, habe den Vorschlaghammer in der Hand gehabt und bin hier hoch. Mehr habe ich nicht gemacht. Er hat das Spiel offensichtlich hier automatisch gespeichert. Was man nun tun kann, was natürlich nicht geht, aber man kann mit dem Vorschlaghammer tatsächlich zuschlagen. Den Spiegel hier können wir nicht kaputt machen, weil das der Spiegel ist, der uns quasi in die anderen Zimmer reinbringt. Aber wir können halt diesen Spiegel kaputt machen, beziehungsweise den habe ich schon kaputt gemacht. Also das, da wurde er zu spät gespeichert. Und der eröffnet hier diesen Raum. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Hier sind verschiedene Uhrzeiten. Einmal ist es 12:30 oder 23:30, 1:15 und 20:20.
Wahrscheinlich sterben wir gleich wegen der Atemgeräusche, denke ich mal. Hier hängen Klamotten. Wir haben hier noch ein paar Fenster. Und hier haben wir Teller mit Bildern. Es muss ja ein Muster geben, aber irgendwie haben wir so gar keine Hinweise darauf. Na so, seltsame Persönchen. Dann können wir die bestimmt auch drehen, wa? Wir können natürlich die Uhrzeit einstellen. Boah, aber ich habe keine Ahnung worauf. 3:33 Uhr vielleicht? Aber wir können nur in Fünfer-Schritten arbeiten. Hier die Stunden. Können wir die Minuten auch ändern? Auch, okay. Wir können beides ändern. Das wird natürlich spannend. Okay, auch hier dürfen wir nicht zu lange im Dunkeln stehen, weil sonst gibt es halt Ärger. Die Fenster kriegen wir nicht kaputt. Aber vielleicht die Wand war eine Idee. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen weiteren Raum, wo wir quasi ein oder zwei weitere Rätsel haben. Dann haben wir hier unseren Fortschrittsraum, der eben auch einen Spiegel hat und vielleicht kriegen wir den auch kaputt. So nämlich. Okay, was ist das? Oh, ein Embryo, ein Kind. Hey, ist das, könnte das Ihr Kind sein? Können wir das mitnehmen? Ich weiß, das ist ganz schön krank, aber... Das Baby hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du sie haben? Ja klar. Eine Glaskugel, die was drin zu sein scheint. Nehmen wir mal mit, wa? Ich. Okay, es sieht einfach alles super seltsam aus hier. Aber scheint tatsächlich so, dass wir die Spiegel kaputt. Gib mir den. Gut machen müssen. Na, da würde ich sagen, beste Voraussetzungen, um weitere Spiegel zu suchen, oder nicht? Als ob sie da an der Tür steht. Diesmal habe ich es gesehen. Okay. Das Blöde ist, dass ich den Vorschlaghammer, soweit ich das noch weiß, nicht ins Inventar packen kann, weil das halt ein Zweihandgegenstand ist.
was ich gesagt habe. Wir haben aber im ganzen Haus noch weitere Spiegel. Das heißt, ich kann, solange ich den Vorschlaghammer in der Hand habe, auch keine Kerzen und Feuerzeuge in die Hand nehmen. Habe ich eigentlich noch Sanity-Pills? Nee, ne? Nee. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, dass in unserem Progress Room einfach mal ein Horrorszenario steht. Einfach so. Ach, die Szene hatten wir auch noch nicht, stimmt. Die haben wir ja letztes Mal oder was vorletztes Mal schon gesehen, also sie ist ja bekannt. Okay, sind wir wieder einigermaßen sane? Können wir ja weitergeben. Tür ist zu. Hier ist aber noch ein Spiegel. Dann würde ich sagen, go down. Oh, wir müssen das selbst lenken, ist sehr heftig. Natürlich ist hier unten dunkel. Oh. Müssen wir die neu positionieren? Kann das sein? Ich hab gar keine Ahnung, was diese Bilder darstellen sollen. Aber wir können sie in die Hand nehmen. Hier ist auch noch ein Bild. Aber was sie darstellen sollen? Kein Schimmer. Aber hier ist eine Tür. Türen mag ich. Jo. Das sind die Bilder von da drüben. Und das Bild, was wir über die Dingens gesehen haben. Aber die können wir auch runternehmen. Oh Gott, das sind ja alles. Ey, wir können alle Bilder runternehmen und mit denen interagieren. So ist eine sehr coole Halle tatsächlich, abgesehen davon, dass es oben offen ist. Haben wir überhaupt irgendwelche Hinweise darauf, was man wie zu tun hat? Oder das alles nicht zu bedeuten? So richtig drehen können wir die nicht. Alles links, ach so. Hä? Tja, ich habe keine Ahnung. Es sei denn, ja, aber hier sind auch doppelte Bilder drin und da ist die Reihenfolge anders. Ich habe keine Ahnung, was davon
jetzt richtig ist und nicht. Oder nicht. Nicht und nicht. Sehen wir drei Bilder. Und hier haben wir drei Bilder. Aber ich glaube, einige davon tauchen da drüben gar nicht auf. Oder müssen wir alle runternehmen und einfach da. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es wirklich nicht. Wir können ja mal. Tja. Einfach mal kurz abziehen und gucken, ob es da irgendwas gibt. Ich glaube, hier fehlen drei Bilder. Ah, ich verstehe. Müssen wir drei Bilder von da drüben wahrscheinlich hierher bringen. Oder wir müssen die vom Boden pflücken und einfach aufhängen. Das ist, glaube ich, die einfachere Variante. Denn für ein Bild? Ach, das ist das hier. Das haben wir da auch zweimal. Dann gucken wir doch noch mal ganz kurz nach drüben. Hier ist zum Beispiel Licht. Das ganz rechts und das in der Mitte. Das habe ich auch schon gesehen. Genau, das ist nämlich das hier. Oder? Ja, doch, oder? Und das hier kommt nach rechts. Müsste man nur noch das Bild mit der Büste finden. Da ist es. Ich glaube, das in der Mitte ist noch ein anderes. Ja, meinst du? Nichts passiert. Irgendwie sieht das nach einem Muster aus, aber in diesem Ich Zimmer glaube, man scheint nichts. erkennt mehr einen Kopf oder sowas auf dem anderen. Ah, ich verstehe. Es wäre halt gut, wenn man irgendeinen Hinweis auf die Reihenfolge hätte. Nur mal so ein Just Guessing. Kann ich hier auch was hinhängen? Nein. Also ich denke schon, dass wir Hinweise brauchen. Wir haben Hinweise, aber sowas von. Ich weiß, welche Bilder dahin müssen. Ich weiß auch, wo wir die finden. Und zwar in dem Raum, wo wir reinpieken können. Ich bin aber gespannt. Ja, das ist auch gar keine Frage.
Hier ist es dunkel. Oh, danke. Ich gehe da mal. Okay. Ich hoffe, das war richtig. Keine Ahnung. Kommen wir hier rüber in das Zimmer? Nee, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht, aber du wolltest sowieso über den Dachboden auf jeden Fall. Und da wolltest du noch den Smiley aufsammeln. Richtig. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Macht doch nicht den jetzt. Wenn ich jetzt aber den Smiley aufsammle, beziehungsweise... Ja, das müsste ja eigentlich... Ich hoffe, das funktioniert. Nur weil ich es kann. Oh, ich kann es nicht. Ich kann die Spiegel nicht kaputt machen. Aber den hier. Aber du kannst Sanity Pills nehmen. Oh, da sind tatsächlich noch Sanity Pills. Greuel. Inventar. Hat eben beides gleichzeitig in der Hand. Vielleicht kannst du den Hammer und zum Beispiel Feuerzeug gleichzeitig auch halten. Wäre eine Idee, ne? Oh, hier ist das andere Babyfon. Drei Gänge für drei Uhrzeiten. Hier hängt auch ein Bild. Haben wir überall das gleiche Bild. Aber es sind keine Uhrzeiten da. Nice. Funktioniert nicht. Lol. Okay, es wird halt komplett dunkel, wenn ich da lang gehe. Nein! Ich bin in einem Loop gefangen. Oh nein, das ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann. Ohne Scheiß. Audiokassette gefunden. Mega. Und dann sagt man, dass ich einfach wieder rausgehen kann. Ach, wenigstens das. Dann können wir uns nämlich die Audiokassette anhören. Das finde ich gut, das gefällt mir. Jetzt müssen wir aber noch mal, leider, 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 bevor wir auf den Dachboden gehen,
Noch mal ins Kinderzimmer. So leid es mir tut. War hier nicht die Comicbuchseite? Ich hätte schwören können, die war hier. Zumindest in irgendeinem Schrank. Ach, hier war sie. Es ist nichts passiert. Wie cool ist das denn? I do not love it. War hier eigentlich auch ein Spiegel, den ich noch nicht gesehen habe? Nö. Ah, das ist der Trigger. Da war, glaube ich, der allererste und der ist dann verschwunden. Ja, genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal zurück zum Anfang, damit das Telefon klingelt, ne? Nice. Habe ich schon mal gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, sie zu daten? So gar nicht. Als ob wir da plötzlich wieder Licht haben. Feiere ich ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt speichert das Spiel auch wieder automatisch. Weil jetzt der Progress da ist. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich gesoftlockt letztes Mal. Jetzt sind wir nämlich hier. Will ich eigentlich auch kaputt machen? Nee, den nicht. Aber wir haben eine Audiokassette. Eine neue. Trouble differentiating him from the dolls in the house. Ich wusste es. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. Oh Gott. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep
a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Das ja übel. Aber es ist das, was ich schon vermutet habe, dass sie also tatsächlich denkt, dass irgendwelche Puppen ihr Baby sind. Bloß wenn sie damit Puppen durch die Gegend wirft und dann ist es eigentlich das Baby, das, was er auch gerade gesagt hat, das ist krank. Hier. Wenn wir hier durchgucken, diese drei Bilder müssen wir da hinhängen. Da bin ich relativ überzeugt von. Und zwar einmal dieses, was du gesagt hast, dieses deutlichere Gesicht. Dann das, was ich hingehängt habe mit dem nicht so Macht auf deutlichen jeden Fall Gesicht. Sinn. Und dann das andere Gesicht mit dem, mit der Alufolie davor, sage ich jetzt mal. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Und ich denke, das muss dahin. Das ist so mein Vorschlag. Klingt nach einem guten Plan. Ja, oder? Ey, jedes Mal, wenn ich laufe und der Vorschlaghammer verschwindet, ich krieg so ein bisschen Zustände, ne? Jetzt, wo ich weiß, dass wichtige Gegenstände einfach verschwinden können, obwohl das nicht so vorgesehen ist, schwierig. So, ich gehe natürlich zielgerichtet hier hoch, weil ich nur diese eine Sache einsammeln will. Ansonsten kommen wir wieder in das Zimmer rein, wo wir eben gerade drin gewesen sind. Das ist ja nichts Großes. Ich habe auch noch keine Verwendung für die Glaskugel, muss ich zugestehen. Also, weiß ich nicht. Alter, die lag auf dem Teppich. Lol, was? Da war sie weg. Da war sie weg. Die Nummer gerade, Alter. Das war ja gut. Okay. Hatten wir sonst noch irgendwo Spiegel von denen? Ah ja, doch hatten wir. Nicht cool. Nicht cool. Oh. Was hat denn da in der Hand? Was ist das? Blutplasma? Ein Infusionsbeutel, ja. Das ist das Erste, was mir auch immer einfällt, wenn ich so eine Leiche sehe mit 1000 Messern erstochen. Ein Messer fehlt. Echt mal. Oh, glücklicherweise habe ich ein Leuchtmittel. Headlamp funktioniert noch? Stand nicht gerade mit einer Glühbirne reparieren?
Das ist keine Glühbirne. Die Lampe funktioniert noch. Okay, dann ist es halt nicht vorgesehen, dass wir sie reparieren. Hab ich verstanden? Wenn ich so ein Regal mit Büchern sehe, ne, denke ich ja eigentlich immer, dass man irgendwo eins rausziehen muss und dann geht eine Geheimtür auf. Immer. Haben wir ein Messer unter den wichtigen Gegenständen? Nö. Ich weiß auch immer noch nicht, was die Glaskugel soll. Oh! Wann ist das denn passiert? Clipping-Fehler? Es fehlt halt eine Schublade. Wo war denn das mit den Bildern jetzt? War das im Badezimmer? Nee, oder? Stube. Stube. Wo du die Leiter runterklettern musst. Stube. Natürlich. Dann sage ich mal, ich nehme das mal mit. Oh, mit dem Bild vor Augen sehe ich halt nix, ne? Wo halte ich denn das? Ah ja, links. Das ist das nicht so deutliche. Das ist das deutliche. Jetzt hat die Frage, können wir das einfach so? Ja, bestimmt, oder?
Ja, Mann. Feier ich ein bisschen. Well, looks not so good, does it? Sieht auch nicht so sauber aus, das Ganze. Aber wir können hier den Infusionsbeutel ranhängen. So. Die Sonne. Oh, Alter, Progress hier, aber sowas von. Physik in Videospielen. Nun. Dann gehen wir gleich mal nach. Ich weiß natürlich nicht, ob wir mehrere finden müssen oder ob eins reicht. Hat ja auch ein Infusionsbeutel ausgereicht. Aber guck mal, letztes Mal sind wir einfach nur auf 7% Fortschritt Nee, nee, das rumgeritten. sind jetzt bestimmt ganz viele Spiegelrätsel. Ja, das kann sein. Dann kriegen wir bei jedem Spiegelrätsel kriegen wir einen von den Dingern, wa? Hoffe ich doch stark. Fände ich jetzt. Wo kommt denn das Gequassel her? Entschuldigung, aber das ist ja zu geil. What the fuck? Das ist ja wohl mega gut. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. You're stuck with me, don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Das ist aus dem Comic. Das haben wir gerade gesehen.
Das war so ziemlich das Abgefahrenste, was ich jemals in einem Horrorspiel gesehen habe. Mega geil. Auf jeden Fall. Können wir uns auch einen Kakao machen? Der Becher ist weg. Jetzt hat die Frage, um welchen Becher geht es? Aber die Zutaten für den Kakao sind halt noch da, ne? Das Radio nervt mich tatsächlich am meisten. Ich hatte gerade auf den Lippen, eines Tages wirst du da hinlaufen, weil du es immer ausmachst und dann wird was passieren. Kein Witz. Ja, da hattest du ja recht. Dann müssen wir jetzt aber die Kühlschrankzähne nochmal über uns ergehen lassen. Das tut mir jetzt leid. Aber es hat ja original 1 zu 1 das widergespiegelt, was wir im Comic gelesen haben. Und wir haben ja auch den toten Kerl im Sofa liegen sehen mit den Messerstichen. Das ist auch so geil, ne? Alle, die hier reinkommen, haben sowieso ein Rad ab. Die haben halt schon alle überlebt. Stuck with me, don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Da frage ich mich halt auch so, ne? Warum hat der obere Kühlschrank eigentlich News, die der untere Kühlschrank nicht kennt? Die sind doch quasi zusammen. You can't trust a broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and he was sitting dead in his Oh, da study fällt room. mir ein. How crazy is that? Könnten wir in der Küche irgendwo ein Messer finden? So, jetzt mal kurz speichern, damit wir das
Ist zwar geil, ich kann mir das auch immer wieder angucken, aber es ist halt noch zu entertaining und hilft uns halt im Progress nicht weiter. So ein Mordmesser an der Küche. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass den ersten Kakao, den wir gemacht haben, in blauer Becher war. Nur mal so am Rande. Das kann gut sein. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ach so, ich wollte nach oben, ne? Vielleicht reicht das ja schon als Trigger, man weiß es ja immer nicht. Und vielleicht müssen wir auch so Stück für Stück triggern, das auch das weiß ich nicht. Okay, wir brauchen wirklich fünf Teile. Was machen wir denn als nächstes? Haben wir schon irgendeinen Hinweis auf irgendwas? Was ist denn das auf dem Stuhl, ein Knopf? Ich glaube, das ist was zum Aufnehmen. Das habe ich mir zu Anfang schon mal angeguckt. Das kann man halt nicht nehmen. Das ist so. Keine Ahnung. Soll wahrscheinlich aufs Kissen genäht sein. Ist hübsch. Das ist halt jetzt richtig scheiße, ne? Also steht halt im Badezimmer. Nö, geht tatsächlich nicht kaputt. Alter, ich komme hier nicht raus. Warten hilft wohl auch nicht, wa? Es ist kein Lachen, es ist Weinen. Obwohl es so klingt. Aber ich glaube,
Ich weiß halt nicht, ob wir an ihr vorbeilaufen müssen, ne? Ich hab keine Ahnung. Offensichtlich musste das so sein. Ich habe keine Ahnung. Hätten wir gewartet. So, wo geht die Geschichte jetzt weiter? Wir haben noch die Uhrzeiten, die wir machen müssen. Und wir haben die Bilder, die wir richtig drehen müssen. Es gibt ein Spiegel, wo wir nicht drin gewesen sind? Echt, wo? Ja. Tell it to me. Spiegel, wo die Matroschkas stehen. Der ist doch weg. Oh, hier hängt einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Sehr gut. Der hängt so im Dunkeln, habe ich ja komplett missachtet. Ich dreh mich einfach mal nicht um, weil. Ich und auch. Natürlich. Schützt vor Strafe nicht. Stimmt halt voll. Aber jetzt wissen wir, was zu tun ist. Das machen wir also noch. Ach, du willst doch nur wieder so einen ekelhaften Cliffhanger haben. Vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, was kommt. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob es ein Cliffhanger ist oder nicht. Aber ich möchte jetzt noch nach da unten. Ich will jetzt, wo ich weiß, dass es da weitergeht, will ich dann doch zumindest in dem Raum gewesen sein, um sagen zu können. Okay, neues Areal. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Kann das sein, dass sich das Spiel aufgehängt hat? Das wäre besonders eklig. Als ob das Spiel selbst einen daran hindert, weiterzuspielen. Geil, ich glaube, ich habe es zweimal gestartet. Tatsache. Okay, dann wollen wir mal gucken. Aber den machen wir jetzt trotzdem noch. Den einen Spiegel. Weil ich finde, es wäre noch ein viel, viel schlimmerer Cliffhanger, wenn man weiß, da ist noch einer und den machen wir jetzt nicht auf. Ja, ich dachte, du wolltest so gemein sein an die Animation, man fällt runter, Gott sei Dank, die Oma hat einen nicht. Und das nächste gibt's in der nächsten Folge. Wie gemein! Hätte ich machen können? Wollte ich aber eigentlich nicht.
Oh, es ist vorgesehen, dass sie kommt. Der tatsächlich da oben steht und guckt. Ist ja. Und sie geht weg. Wo sind wir hier? Was ist das? Das ist der Schaukelstuhl. Das sind alles erhängte Menschen. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Hier liegen einfach drei Kerzen und ein Feuerzeug. Ich hasse es, dass das Inventar so scheiße klein ist. Inmitten eines nie enden wollenden Traums, ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Unterstrichen sind zweiseitiger Mond. Ist das andere Clouded Vision? Ja, Nebel. Und schuldiger Schatten. Ja, schuldbeladener Schatten. Was nehme ich denn jetzt mit? Das ist so viel Zeug. Na, ja, theoretisch kann ich ja wieder hierher kommen, ne? Tja. I go for the Kürze. Ich weiß nicht warum, aber ich würde aufs Feuerzeug sitzen. Witzig. Okay. Als ob es noch einen zweiten Dachboden hier gibt. Kann ja nicht sein, du bist in die Etage runtergekracht. Ah ja, richtig. Irgendwas gesehen, was eine mechanische Kurbel benötigt? Bis jetzt noch nicht. Ich schon. Eben gerade. Und zwar viel davon. Der Mechanismus ist kaputt. Ja. Das kannst du ja nicht verwenden. Das ist. Ach, das ist für da drunter. Beziehungsweise für da drüber. Die Kurbel fehlt. Und dann machen wir, verwenden wir die Kurbel hier wahrscheinlich und kurbeln dann an den ganzen anderen Enden irgendein Zeug hoch, um zu gucken, was passiert.
Weil hier stehen mehrere Kurbeln. Ich versuche das mal hier so ein bisschen zu beleuchten. Ja, hier sind überall so Dinger mit Fenstern daneben. Das sind alles mit Kurbeln versehen. Ich denke mal, die müssen wir alle kurbeln. Und dann passieren Dinge. Vermutlich. Tja, dann. Wir lassen hier Licht rein. Licht ist ja immer gut. Finde ich gut. Lass mal Fenster aufmachen. Wobei ich mich halt frage. Bei so vielen Gegenständen, ob das spieletechnisch, also gameplay-technisch sinnvoll ist, aber ergibt bestimmt Sinn. Noch mehr Licht. Will ich eigentlich zwischendurch mal nach unten gucken? Kann das eventuell sein, dass ich damit die aufgehängten noch höher hänge? Das ist nur so ein Guess, den ich gerade habe. Sieht natürlich schon großartig aus, also rein optisch. Ob das so toll ist, was ich da mache, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ist jetzt nicht alles offen? Hab ich irgendwas vergessen? Achso, der Mechanismus ist ja der. Sehen wir jetzt unten irgendwas, was wir vorher überhaupt nicht geblickt haben. Good guess. Because unten war es zu dunkel. Es liegen halt noch viel mehr Leichen im Keller. Kann man die eigentlich schlagen? Zum Glück nicht. Hier ist ein Auge. Mond. Ein
Schmetterling? Schädel. Und gar nichts. Der vor dem Schädel, der hat auch noch was, da bist du dran vorbei. Oh, tatsächlich. Gar nichts. Oh. Oh, ich weiß. Two-Sided Moon, Clouded Vision und Guilty Shadow. Die drei müssen wir, glaube ich, erleuchtet lassen. Aber zweiseitiger Mond? Mond. Vision. Die beiden hier hinten. Einen noch. Hier. Schatten. Und den Rest machen wir wieder dunkel. Okay, Ausschlussverfahren. Können wir von oben auf die Bilder gucken? Ich glaube nicht, wir müssen nach unten, ne? Ich glaube schon. Aber von der Mitte auf den Stuhl gucken, wie der steht. Ich war so schlau und habe mir auf dem Zettel gleich Kreuzchen gemacht. Ja, aber ich denke schon, dass wir relativ richtig sind. Ich bin ja extra rückwärts hochgegangen, damit die Perspektive stimmt. You know? Siehst du? Nee, alles gut. Nur falls du die Übersicht verlierst. Alles gut. Nee, das sind die beiden da hinten auf jeden Fall. Ich dachte, ich bin manchmal ein bisschen schlau. Deswegen bin ich rückwärts hochgegangen, weil ich dachte, dann ist die Perspektive die gleiche. Dann müsste der hier hell bleiben. Und der hier kann dunkel. Genau. Dann bin ich, glaube ich, oder sind wir, glaube ich, relativ safe. Kommt es so ein bisschen vor wie in einem Escape Room mit Saw-Elementen.
Oha. Der Gang ist ja noch gar nicht fertig. Aber so eine Tür. Drei Uhr dreiunddreißig. Es ist überall 3:33 Uhr. Lol, wir sind unten im Keller. Spannend. Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, machen wir einen sehr, sehr schönen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Vielen, vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Vielen, vielen Dank an alle, die im Chat interaktiv gewesen sind. Und wenn ihr Spaß gehabt habt, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch in einen meiner nächsten Streams rein. Geplant ist das tatsächlich morgen, beziehungsweise nachher, am Freitag um 18:30 Uhr. Da geht es dann weiter mit Terranigma. Und ansonsten gibt es dann Montag wieder circa eine Stunde Horror mit Visage um 23 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wünsche euch noch eine angenehme, ruhige Nacht. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Wieder schauen.